Willkommen und mit dieser schönen Musik starten wir rein in ein neues Projekt oder ein altes. Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut. Und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen. Und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtan... Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Wunderbar, schon mal das schöne Geschwafel vom Richter erspart zu bekommen, von Pyroka. Sehr netter Kerl. Und wir starten wie immer mit Diego. Das Spiel ist, glaube ich, bekannt, wenn du ihn aufgedrückt hast. Du weißt genau, worum es geht. Es ist, bis auf ein Breitbild-Patch, komplett Vanilla. Also den übelsten Augenkrebs würde ich mir nochmal geben. Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum.
Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Ja, genau. Wo kriege ich eine Waffe her? Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Sag mir mal so einfach. Was soll denn bei einer verlassenen Mine schon rum? Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Brulit und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullet und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt 3 Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Woher wissen die eigentlich, wann neue Leute kommen? Ja, ich meine, der Transport und so, alles okay. Er ist extra dahin gelaufen wegen uns. Hat er das vom alten Lager aus gesehen? Oder kann er hell sehen? Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Taurus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Ach, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Okay, das war laut. Schon wieder lange her, dass ich gespielt habe. Dachte mir, wurde mal wieder Zeit. Ich habe noch gar nichts probiert und ich mache mal noch die Untertitel an. Meine Fresse, ey. Bin ich neu für einen Legastheniker. Aber man sieht's, 13.12.2019, letztes Mal gespielt, schon wieder ein bisschen her. Deswegen wird's mal wieder Zeit. Fast genau 3 Jahre, was habe ich da gemacht? Und hatte ich Urlaub sehr lange. Ja, hier komplett Vanilla-Version, deswegen auch diese Scheiß-Funktion mit dem Aufheben, mit Mausklick und dann einmal B drücken. Aber ey, wenn man Gothic spielt, dann muss man das alles genauso mitnehmen, wie sich das gehört. Schön die Barriere macht Probleme. Gehen wir auch ein bisschen zurück. Also zu Gothic. Hab schon ein paar Mal durchgespielt, ist jetzt kein Blind Let's Play oder so. Aber man entdeckt ja doch immer wieder was Neues. Und ich muss sagen, bis auf die Hauptgeschichte habe ich wieder so fast alles verdrängt. Also wo jetzt irgendwas liegt oder so, ne? So die Grundsachen, was man zu tun hat, weiß ich natürlich noch. Auch die ganzen Lager kennt man natürlich. Wie könnte man denn die Kiffer vergessen? Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt.
Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Man kennt sie, die typische Klassengesellschaft. Wunderbar. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Ach, ist einfach so nett. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Gute Frage. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Okay. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Danke. Na hier, ganz klassisch Sexismus. Kerle gehen arbeiten und bekommen dann die Frau, wenn du Erzbaron bist. Und die Frau hat so Garagen. Na, Gomez. Ich meine, alle, die das hier schauen, werden wahrscheinlich Gothic kennen, lieben, komplett auswendig kennen. Wie es halt immer so ist. Irgendwie hatte ich Erinnerung, dass hier viel mehr Zeug rumliegt, aber irgendwie liegt hier gar nichts. Stirb. Nein. Wieso machst du jetzt nur den Kick? Hier kommt man ja in Gothic 2 dann raus, wenn man den Weg durch die Mine geht. Und nicht über die Orks. Also mal ehrlich, zweites Kapitel über die Orks. Das ist eine Reise. Ja, ansonsten, ich werde so eine halbe Stunde Parts machen. Mal gucken, wie viel ich schaffe, was so drin ist mit meiner Zeit. Aber ich werde auch gucken, dass ich hier möglichst ausführlich alles durchspiele. Alles mitnehmen, was geht. Überall nachgucken. Wenn jemand was weiß, auf jeden Fall in die Kommentare hauen, wenn ich was übersehen habe. Ich laufe auch nochmal zurück und hole noch was. Kein Problem.
So, jetzt. Der erste Gegner. Jetzt nehmen wir doch die Spitzhacke. Und ich hoffe, dass ich nicht gleich sterbe. Wunderbar. Ich muss auch mal wieder reinkommen hier ins Kampfsystem. Ist ja jetzt auch nichts, was so locker von der Hand geht. Mal sonst nur Risen spielt oder Witcher oder alle anderen neueren Spiele. Da ist ja noch kein Ausblick. Hier ist ja noch ein bisschen schwieriger das Ganze. Dann gucken wir mal. Da ist das rostige Schwert, macht schon mal mehr Schaden als die Spitzhacke. Wäre theoretisch auch schneller, weil es ja eine Einhandwaffe ist, aber unser Held ist ja kompletter Oberpower, macht eine Zweihandwaffe raus. Keiner weiß warum. Im zweiten Teil hat er es nicht. Also hat er nicht alles vergessen, nachdem er Schläfer besiegt hatte. Oh, Spoiler-Alarm. Aber sind wir ehrlich, das Spiel ist 20 Jahre alt. Sogar mehr als 20 Jahre alt. So langsam könnte man wissen, was passiert ist. So, da liegt noch ein Knüppel. War der Knüppel besser? Das ist ja richtig scheiße. Dann nicht. So viele tolle Videos gesehen und so mit dem Quick Loop und so. Alles nix. Wir machen ganz klassisch alles einzeln. Können wir sogar das alte Schwert nochmal besser. Dann geht's zum nächsten Scavenger an den Kragen. Oh shit. Das war schon mal nix. Ich weiß nicht, wie viele von euch haben schon den Playable Teaser gespielt, wo man hier so reinkommt. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Also aussehen. Ja, ich freue mich schon auf das Remake, bin ich ehrlich. Aber deshalb muss man vorher nochmal so richtig schön die Augenkrebs-Textur mitnehmen, so wie man sie hier sieht. Oder dass man ein wenig durch die Welt gucken kann. Manchmal muss man das einfach machen. Es geht um den Spaß. Ich bin hier keine Grafikuhr, ne? Deshalb auch keine neue Textur, nix. Ich halt mich. So, und Jungs, wie sieht's aus? Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Ja, komm, hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel. Greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Ja, ist okay. Ich hab schon verkackt, ist okay. Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Dem habe ich gerade schon geredet, falls du es nicht mitgekriegt hast.
Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Heißt er Mordrak oder Mordrak? Sagt nicht Torus Mordrak? Na, werden wir noch rausfinden. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg... Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Okay. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir. Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Wenn du mal da bist, frag nach Laris. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Danke. Ja, schon komisch, ne? Kommt so ein komischer Typ dahergelatscht, quatscht dich erstmal an und die sind erstmal nicht abgefragt, aber so richtig. Und plötzlich sind sie doch nett. Nette Leute. Ja, ich finde es aber toll, dass er hier erzählt, hier, da kriegst du eine Karte her, da besorgt ihr eine, keine Ahnung was. Unser Jagdgebiet scheint sich ja richtig auszukennen hier, hat aber selber keine Karte. Naja, richtiger Held. Zeit nicht gesehen. Jetzt wird nicht kommen schon. Ich, irgendwann später, ne? Dich merke ich mir. Genau, was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Das Viech stand einfach nur da rum und das ist mir geklaut. Frechheit. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Ja, sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Dich merke ich mir. Ich weiß nicht, wer Hand of Blood Let's Play kennt. Er hat so eine tolle Liste gemacht. Du wirst später sterben.
jetzt schon, ich weiß es. Du hast mir Erfahrung geklaut. Ich schreibe mir das jetzt auf. Lass mich mal vorbei. Nee. Oh, ich bin größer als du. Hast du Angst? Wir sprechen uns noch. Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Lass mich vorbei! Oh, das ist ein richtiger Scherzkeks. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Lass mich vorbei! Scherzkeks. Nur lustige Leute unterwegs. So, da haben wir unser Bier wieder. Dann, ein Scavenger können wir noch, bevor wir ins Lager gehen. Das war knapp. Das war ein großer. Ich weiß übrigens nicht, was dieses Flackern ist. Ich habe keine Ahnung. Und ich blute. Immer ein bisschen und dann viel. Bisschen viel, bisschen viel, bisschen viel. Nein, das ist schon ein bisschen Blut. Okay, und auch einmal kurz bei den netten Herren hier vorbeigucken. Ich hab euer Essen geklaut. Sorry. Ich. Noch einmal und du kannst was erleben. Etwas Erz kannst du doch entbehren. Das habe ich nicht erwartet. Aber ja, klar, nimm's. Ist nur ein Erzbock. Ist okay. Steh auf. Wie rennt der andere hin? Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Nein, ist okay. Warum bist du hier und nicht im Lager? Ich warte darauf, dass ein Kumpel von mir aus der Mine kommt. Er schuldet mir noch Erz. Ohne das Erz kann ich mich nicht im Lager sehen lassen. Sonst kann ich den Gardisten kein Schutzgeld zahlen und dann kann die Sache für einen ziemlich unangenehm werden. Ja, toll. Jetzt hast du einen Erzbrocken mehr. Freut mich für dich. Er stickt dran. Jetzt blute ich richtig. Du kommst den Berg nicht hoch. Was machst du hier draußen? Ich will meine Ruhe haben, also zisch ab. Ja, ist klar. Jetzt latscht ins Lager rein. Meine Fresse. Wir bleiben das ganze Spiel über. Hier so Muster reinlaufen und die bleiben für immer da. Naja. Dann reden wir mal noch mit den netten Torwachen hier. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Ja, komm, ich bin klar, witzig. Ich hatte mir vorgenommen, das ganze Lager auseinanderzunehmen. Ein witziger Kerl. Ich mag keine witzigen Kerle. Noch einmal dem hast du es aber gezeigt. Was erleben. Ja gut. Weil es so spaßig war, liegen wir nochmal auf dem Boden. Dich merke ich mir auch. Die Brückenwache, die linke und die rechte Torwache. Die Brückenwache war witzig und die kriegt nichts aufs Maul. Von mir dann später. Willst du wieder Ärger? Oh. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Ja, das freut mich für dich. Und du so? Was machst du hier? Ich passe auf, dass hier keiner reinkommt, der von Gomez nicht erwünscht ist. Also mach keinen Ärger, wenn du drin bist, sonst bist du das letzte Mal hier gewesen. So, jetzt blute ich dich
bisschen um mich rum. Da, schwimme in meinem Blut. Später wirst du in deinem Blut ertrinken. Okay, gut. Das soll reichen. Solange ich damit nichts zu tun. Und was dann hier kommt, folgt beim nächsten Mal. Dann danke ich fürs Zuschauen, falls jemand bis hierher geguckt hat. Wenn ihr Infos habt, Anregungen, welche Spiele ich mich anschließen soll, einfach in die Kommentare reinhauen. Ich bin für alles bereit. Ich halte mich da lieber raus. Aber was für dich, weiß nicht gleich jeder wissen. Und dann bis zur nächsten Folge.